Die Ärzte hatten schon seinen Hirntod diagnostiziert, doch Trenton McKinley wachte plötzlich wieder auf, kurz bevor bereits seine Organe entnommen werden sollten. Beim Spielen hatte sich der 13-Jährige eine schwere Schädelfraktur zugezogen. Als er ins Krankenhaus kam, galt er bereits 15 Minuten lang als tot. Mehrfach musste er reanimiert werden. Sollte Trenton überhaupt jemals wieder aufwachen, müsse mit schwersten Hirnschäden gerechnet werden, bereiteten seine Ärzte die Mutter auf das Schlimmste vor. Und so sollten seine Organe gespendet werden. Die Mutter war sich sicher, es wäre im Sinne ihres Sohnes zu helfen. Doch dann das Wunder. Einen Tag vor der geplanten Transplantation bewegt Trenton plötzlich wieder die Hand und einen Fuß. Der Junge kommt tatsächlich langsam wieder zu Bewusstsein. Zum Erstaunen der Ärzte formt er ganze Sätze, er wirft auf einen Basketballkorb und lernt wieder zu laufen. Seine Genesung wird trotzdem noch lange dauern. Auf Facebook bittet die Mutter um Spenden. Dort versorgt sie auch alle Interessierten mit Updates zu ihrem Sohn. An den Unfall kann der sich nicht mehr richtig erinnern, doch an das, was er während seiner Bewusstlosigkeit erlebt hat. Trenton ist sich sicher, er hat Gott gesehen.